Hey meine lieben Freunde und Kinderchens, was geht's? Willkommen zurück zu Splatoon Online. Wie ihr sehen könnt, heute mal wieder mit der Airbrush. Endlich mal wieder. Die einen oder anderen werden es wissen, dass ich die Airbrush im Stream mir wiedererlangen konnte. Und das ist richtig cool, weil die Airbrush ist in Sachen Einfärben, ja, wie wir wissen, eigentlich das Nonplusultra. Und ja, Jungs, Alter, das muss doch auch mal wieder sein, dass ich mir die gönne, ne? Ich habe übrigens jetzt auch die Airbrush MG. Also ich habe nicht nur die RG, sondern auch die MG. Und das ist knackig. Jo, das ist nackig. Jo. Oh, ich werde es lieben, mit dieser Waffe zu kämpfen. Weil die Waffe einfach super ist. Es gibt einfach im Revierkampf keine bessere. Klar, vielleicht jetzt hier, damit ich nicht fremd gehe, der Medusa-Klecksroller, ja, hallo, ja. Aber trotzdem, so von den Punkten her, Mann. Mua. Muss ich aber auch alles nicht erwähnen, das habe ich schon mal in dem 100. Part gesagt. Meine Fresse, ey. Muss ich jetzt nicht alles hier wiederholen zum 1000. Male, ne? Das war mein Kill, der ist mir geklaut. Merke ich mir jetzt. Arschloch. Ja, warum ich das hier jetzt heute aufnehme? Im Revierkampf mit der Airbrush. Ich dachte mir, komm, Alter, damit du wieder reinkommst, machst du mal eine schöne Runde mit dem. Ich meine, ich will ja nicht nur mit dem Medusa-Textroller unbesiegbar werden, ne? Ich will ja auch hier mit der Airbrush ein bisschen zeigen, dass ich im Revierkampf die Karten auf dem Tisch habe. Und die Gegner sie trotzdem nicht sehen können. Vor lauter Blindheit. Ne, ist ja ganz klar. Hier so zum Beispiel, weißt du? So, da komme ich hier hin. Da bin ich weg. Und dann bin ich wieder da. Ja, guckst du, ne? Na. Oh, shit. Ne? Also ganz ehrlich, Alter. Airbrush ist cool. Ja. Nothing over it. Oder nothing. Ja, nichts über Airbrush. Außer Medusa-Klecksroller. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich für diesen Part jetzt einen knackigen Themenpart machen kann. Das weiß ich noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Ne? Ich denke aber, im nächsten Part werden wir über... Im nächsten Kampf... Alter! Okay, zu meiner Entschuldigung, ich habe einige Gläser Sekt getrunken. Deswegen kann es durchaus sein, dass ich hier nicht ganz konzentriert kommentiere. Aber ich hoffe natürlich, dass es für euch noch in einer angemessenen Qualität ist, dass ihr jedes Wort verstehen könnt, was ich sage. Dass ich nicht nach jedem dritten Wort umkippe oder sonst was. Nein, ich denke, das dürfte alles okay sein. Auch noch ein paar Gläsern Sekt. Ist ja ganz klar. Aber, meine lieben Freunde und Kinderchens, ja, wie komme ich denn dazu, ein paar Gläser Sekt zu trinken? Ja, ganz einfache Sache. Und zwar, hatte ich ja Geburtstag gehabt, wie einige von euch geweißt haben und gewissen sein. Und, naja, ich hatte Geburtstag, war aber real, habe von meinem Chef eine Sektflasche bekommen und ja, jetzt ist sie leer. Und naja, ich möchte nicht sagen, dass ich betrunken bin, aber ich denke so, ich bin in einem angetrunkenen Status. So, dass ich es noch für richtig halte, einen Part aufzunehmen, weil ich finde so, ich habe noch einen klaren Kopf, einigermaßen. Man merkt zwar, ich merke zwar im Kopf und im Körper, dass es drin ist, ne? Dass ich so ein bisschen fröhlich gerade bin und, ja, hallo, na? Deswegen seht ihr heute einen etwas angetrunkenen Randomekai, der über Themen redet. Ich hoffe natürlich, dass es nicht zu schlimm für euch ist, dass ich heute etwas angetrunken einen Part kommentiere, aber da hatten, glaube ich, bei SpongeBob Schwammkopf Schlacht und Bikini Bottom auch keine Abonnenten das Problem, dass ich da ein bisschen angetrunken war. Ne, man muss doch irgendwann die Sektflasche kippen und killen und, naja, zu Anfang direkt, wenn das hier einige Jüngere sehen, bitte, bitte Leute, Kinder, nein, kommt bloß nicht auf die Idee. Nein, denkt nicht mal im Ansatz daran, dass ihr das macht, was ich heute gemacht habe, ja? Bitte nicht, ich möchte hier keinen dazu animieren, das zu tun. Nein, tut das bitte erst, wenn ihr im angemessenen Alter seid, ja? Ich bin kein Freund davon, dass ich hier irgendwelche jungen Leute animiere, irgendwelche Scheiße zu tun. Deswegen, Leute, bitte reißt euch zusammen und... Um es auf gut Deutsch zu sagen, trinkt erst, wenn ihr dürft. Ja, ich hoffe natürlich, dass ich hier keinen damit animiere und dass ihr alle wisst, wie
wie krasse schwere Folgen das haben kann und welche schweren Folgen das Ganze haben kann. Deswegen bitte nicht, meine lieben Freunde und Königins, insofern ihr noch nicht im richtigen Alter seid, naja, Alkohol trinken, ne? Ihr wisst Bescheid. Es ist ja, um es mal ganz klar auf den Tisch zu legen, in der heutigen Gesellschaft sehr, sehr krass der Fall, dass es sogar sehr junge Kids gibt, die schon zu Zigaretten greifen, zu Alkohol greifen. Und ich denke, das mache ich heute nochmal zum Thema. Ne? Und zwar, meine lieben Freunde und Kinderchen, ich habe in einem letzten Stream mal von einigen erfahren können, dass sie Freunde haben, die 14 sind, 12 sind und schon zur Zigarette greifen. Und ich finde es einfach nur unverantwortlich. Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn aus der heutigen Gesellschaft geworden? Was ist aus der heutigen Kindheit geworden? Gibt es überhaupt noch eine Kindheit? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich denke ja eher nicht, dass es da eine gibt. Na, ja, natürlich portet sie sich weg. Ich glaube, das war Ange. Naja. Noch schnell platzieren. Super. Wobei, das war nicht Ange. Naja, aber auf jeden Fall, Leute. Ich habe im letzten Stream erfahren, oder in einem der letzten Streams, wie da wirklich einige Kinder nicht anwesend sind, aber anwesend sind in dem Sinne, dass sie Leute kennen, die Alkohol trinken und die zu Zigaretten greifen und alles. Und ich finde es einfach unverantwortlich vor den Eltern. Wenn hier einige Leute finden, dass ich zu viel flame, dann sollen sie bitte ihre Kinder dazu, weiß ich nicht. Da sollte man die Kinder doch besser aufklären. Ich finde, so ein ragender Let's Player ist doch lange nicht so schlimm, wie die eigenen Kinder, die Alkohol trinken. Oder sehe ich das nur so? Oder die zu Drogen greifen, das kann doch nicht wahr sein. Ich meine, okay, wenn man einen ragigen Let's Player schaut, der gerne mal ausrastet, ist das noch lange nicht so schlimm, wie dass die eigenen Kinder zu Drogen greifen. Und boah, das haben wir doch gewonnen? Was? Boah, war das knapp, Alter. Und das gegen zwei Level 50er. Schön. Ja, krass, Alter. Da seht ihr mal, das schwächere Team hat gewonnen. Krass, Alter. Ja, schön. Schön. Okay. Ach, Leute, ich kann mich noch gut an meine Kindheit erinnern. Sie war auch nicht gerade von wohlbehüteten Gegenden. Ja. Ich glaube, wir haben DC, oder? DC? DC? Hallo? Ich würde mich davon verabschieden, in diesem Part noch zu kämpfen, deswegen... ich weiß nicht. Es sieht sehr, sehr danach aus, als würden wir hier DC bekommen. Naja, ich bin nicht in einer gerade wohlbesonnenen Gegend aufgewachsen. Deswegen kann ich sagen, waren da... Ich sag jetzt nicht Drogen einer Tagesordnung, aber ich kann schon sagen, es war schon eine etwas kriminelle Gegend, wo ich gewohnt habe und das als Kind. Das kann ich ganz offen so sagen. Ne? Deswegen, mein Tipp an euch, wenn ihr in so einer Gegend lebt, in denen Leute sind oder in denen es Leute gibt, die euch irgendwie mit Drogen den Alltag versüßen wollen, jetzt auch an die Jungen, ne? Also wenn ihr da echt so Freunde habt, die da Zigaretten rauchen, macht da bloß nicht mit. Ihr seid was Besseres. Ja, ganz ehrlich, Alter. Ne? Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es irgendwie an den Eltern liegt, dass die heutige Jugend so versaut ist. Sorry, dass ich das jetzt so sage, aber es ist halt wirklich so, ne? Also die heutige Jugend, bei allem Respekt, aber hat's halt einfach nicht so drauf. Ich muss sagen, meine Kindheit war viel, viel besser. Ganz ehrlich. Meine Kindheit... Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir draußen Ball gespielt haben im Sommer. Wisst ihr, als gerade die Fußball-WM 2006 lief, ja? Da war ich draußen und habe mit Leuten Fußball gespielt, mit meinem Bruder Fußball gespielt. War dann zu Hause und hab mir das Viertelfinale gegen Argentinien angeschaut und hab mich einfach nur abgekackt vor Angst, dass wir da rausfliegen. Und umso mehr habe ich mich gefreut, dass wir das geschafft haben. Im Elfmeterschießen, ne? Und da guckt man sich die heutige Jugend an und die ist nur noch am Rauchen, am Trinken. Das geht halt nicht. Ne, ich rede von Jugend von ab 12 Jahren, ne? Das ist wirklich nicht normal. Also ganz ehrlich,
wenn hier einige Kinder zugucken oder wenn hier einige Leute zugucken. Und ich sage jetzt ganz offiziell Kinder, weil in diesem Let's Play schauen nun mal sehr junge Leute zu. Und das sind auch nun mal Kinder. Deswegen will ich zu euch sprechen und euch sagen, wenn ihr in so einer Gegend aufgewachsen seid und wenn ihr Freunde habt, die sowas tun, dann macht da doch nicht mit. Ne, macht da bloß nicht mit. Wie gesagt, ich habe im letzten Stream erfahren, dass da wohl einige Zuschauer waren, die Freunde haben oder die Leute haben, die schon zur Zigarette greifen und die sind gerade mal 12. Und gut, jeder muss wissen, jeder darf entscheiden, ob er selber rauchen möchte oder nicht, aber ganz ehrlich, doch nicht in diesem Alter. Das ist einfach nur zu ungesund dafür. Ne? Wenn ihr 18 seid, dann dürft ihr da machen, was ihr wollt und, naja, im Grunde genommen machen die meisten das auch schon mit einem etwas jüngeren Alter. Deswegen weiß ich nicht genau. Naja. Wie das bei euch ist, so genau, ne? Deswegen tut's einfach nicht, Leute, ja? Also, gerade an die Jungen von euch, ne? Bitte. Puh, war das knapp. Wow. Hätte ich echt nicht gedacht, dass wir das nochmal so krass aufholen können, ne? Heftig. Aber wir hatten auch nie sie, Alter. Und trotzdem haben wir... Wow. Okay, das ist jetzt offiziell peinlich, ne? Das ist peinlich. Ne, ihr müsst alt genug sein, um entscheiden zu können, ob das was für euch ist oder nicht. Und ich kann nicht sagen, dass ihr mit 12 sagen könnt, ich kann groß entscheiden, dass ich rauchen darf oder nicht. Nein, ihr seid viel zu jung, Alter, ganz ehrlich. Es heißt doch nicht umsonst, dass sowas erst ab 18 erlaubt ist, ne? Ich weiß. Ich weiß, ich habe einige Leute in meinem Freundeskreis kennengelernt und das meine ich nicht mit realem Freundeskreis, sondern einen Freundeskreis in Sachen Internet und YouTube. Die sind 14 und sind auch schon krass am Trinken. Ich möchte die Namen jetzt nicht nennen, aber die sind auch schon so richtig krass drauf. Ne? Die haben es faustig hinter den Ohren, was das angeht. Ne? Und naja, ich finde einfach nicht, dass das sein muss. Ich meine, ja, okay, mit 14, ich gebe zu, jeder probiert es mal aus. Ne? Und mit 14, weiß ich noch, beim Kirchentag, habe ich auch mal eine Flasche Bier getrunken. Und das war, was war das? Was war das für Bier? Das war Mischbier. Bier mit Cola, glaube ich. Und ich hatte nach der einen Flasche schon Schiss, ich würde betrunken werden. Wisst ihr, wie ich das meine? So Paranoia hatte ich deswegen. Und naja, Leute, wenn ihr probieren wollt, dann macht es. Fragt aber auch wirklich erst, ob eure Eltern euch das erlauben. Wenn nicht, dann lasst es sein. Und wartet ab, bis ihr in dem entsprechenden Alter seid. Na, ich weiß, da hört heute keiner drauf, wenn das die ältere Jugend sagt. Aber ganz ehrlich, Alter, ich habe genug Erfahrung mitgebracht, um zu sagen, dass man das erst machen soll, wenn man auch wirklich in dem Alter ist, ne? Ich meine, ich habe auch nicht mit 16 angefangen zu trinken. Also richtig krass, ne? Klar, ein Bier und so, das ist mit 16 erlaubt. Aber ich habe dennoch nie im Alter von 16 zu krassem Alkoholkonsum beigetragen und auch nicht Zigarettenkonsum. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, Alter. Ne, und deswegen sage ich euch einfach nur, ich kann es euch nur raten, lasst es einfach sein, ansonsten wird es richtig schlimm für euch. So. Die beiden nochmal, hey. Oh ja, so muss das sein und so gewinnen wir das hier nochmal irgendwann, ja. Oh ja, das wird ganz geil. Ne, ich kann euch zwar nicht bestimmen, was ihr zu tun und zu lassen habt, aber ich kann euch sagen, Mensch, Kinders, Alter, wenn ihr halt noch nicht in dem richtigen Alter seid, dann fragt erstmal, ob die Eltern das in Ordnung finden und dann macht das erst. Aber da hört ja sowieso keiner drauf, ganz ehrlich. So, wenn ich irgendwas sage, da hört ihr doch nicht drauf. Da hört selbst nicht mal, ihr hört selbst nicht mal drauf, wenn eure Eltern das sagen. Also wenn da gerade wirklich Leute sind, die sowas betrifft, die halt wirklich schon mit 12 rauchen, trinken und sonst was, da glaube ich nicht, dass es da Leute gibt, die da groß auf mich hören werden, die auf ihre Eltern hören. Ich glaube, da geben die meisten echt einen Fick drauf, ne? Und naja, so viel dazu auf jeden Fall. Deswegen, ich kann abschließend sagen, wenn ihr meint, es wäre richtig,
dann habt ihr falsch gelegen. Ne? Ganz ehrlich. Und deswegen, um dieses knackige Thema zu beenden, Drogen sind nicht gut. Auch wenn ihr mich heute mal angetrunken gesehen habt, aber ich denke, es dürfte genauso rüberkommen, wie wenn ich nicht betrunken wäre. Glaube ich jedenfalls. Ne? Ich hoffe es jedenfalls, dass ich jetzt nicht den Besoffenen gespielt habe, aber okay. Wie gesagt, auch wenn ich heute mal zu Alkohol gegriffen habe, tut das nicht. Ihr seid noch sehr jung in eurem Leben. Ihr müsst euch jetzt nicht beeilen, ihr müsst jetzt nicht irgendwie alle Alkoholsorten im Alter von 12 durchexen. Ihr habt euer ganzes Leben lang Zeit, ja, also achtet bitte auf die magische Altergrenze. Wisst ihr Bescheid, haut rein, ciao.